Jetzt live. Die Spitzen der Parlamentsparteien. Im Sommergespräch mit Tobias Petzelsberger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim dritten Sommergespräch 2019. Heute geht es um die Freiheitlichen. Ihr früherer Chef Heinz-Christian Strache ist auf Ibiza untergegangen, vorerst zumindest. Und jetzt führt Norbert Hofer die Partei in die Wahl. Und der designierte Bundesparteiobmann ist jetzt hier bei mir. Guten Abend, schön, guten Abend, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben ein bisschen ein Wetterpech. Es tröpfelt immer wieder so, deshalb sind wir herein übersiedelt. Aber wir können die große Terrassentür offen lassen. Und ich glaube, es ist trotzdem alles angerichtet für ein gutes Gespräch, oder? Es wird ein gutes Klima beim Gespräch geben. Bin mir sehr sicher, dass wir das wieder sehr, sehr souverän machen werden. Es ist Ihr erstes Sommergespräch, auch wenn Sie schon lange in der Politik sind. Wenn Ihnen das vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, hätten Sie wohl auch nicht geglaubt, oder? Nein, niemals. Das war nicht meine Lebensplanung. Und bei mir ist ja oft so, dass dann Dinge kommen in der Politik, die ich nicht geplant habe. So auch jetzt die Rolle als Parteiobmann der FPÖ. Im Urlaub waren Sie schon, habe ich gelesen, in Kroatien segeln und Sie sind dorthin geflogen mit dem eigenen Flugzeug. Ich habe Sie da im Fernsehen gesehen mit dem Flugzeug, da sind Sie so gelandet in der Zeit im Bild. Da habe ich mir gedacht, naja, viel Platz ist in dem Flieger eigentlich nicht. Norbert Hofer reist wohl mit kleinem Gepäck. Also 60 Kilo kann man mitnehmen, 4 Personen haben Platz und das ist total ausreichend. Völlig ausreichend, okay. Dann lassen wir den Urlaub sein und konzentrieren uns aufs Politische. Wir setzen uns und sehen in der Zwischenzeit einen Beitrag über Sie. Ich werde niemals, niemals den Hut drauf werfen, wenn es darum geht, für die FPÖ zu arbeiten. Norbert Hofer, seit 25 Jahren in der Politik. Als Strache 2005 die Partei übernimmt, macht Hofer Karriere. Chefideologe, dritter Nationalratspräsident, Verkehrsminister, Regierungskoordinator und jetzt designierter FPÖ-Parteichef. Er gilt als das freundliche Gesicht der Partei. Nicht jede Äußerung passt in dieses Bild. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. 2016, der Verhandler von Rot-Blau im Burgenland wird Bundespräsidentschaftskandidat wieder wählen. Meine erste Wahl war nicht, Bundespräsident zu werden. Ja. Er schafft, was viele nicht für möglich halten. Im ersten Wahlgang holt er Platz 1. Dann Ibiza. Hofer wird Parteichef wider Willen. Strache und Co. sorgen weiter für Schlagzeilen. Ist Hofer ein Angebot an alle FPÖ-Anhänger? Er ist nicht dieser Volkstribun, der laut zuspitzt und die Empörung mobilisiert. Personell setzt er gerne auf Burschenschafter, thematisch auf direkte Demokratie, Pflege, erneuerbare Energien und Tempo 140 auf Autobahnen. Knapp 300 km/h schafft der gelernte Flugzeugtechniker mit seiner Cessna. Nach der Wahl will er die FPÖ wieder in der Regierung wissen. Hofer, eine Ansage ans bürgerliche Lager. Er bringt die Vorschläge so, dass sie ein guter Teil der ÖVP-Wähler auch akzeptieren kann. Gelingt das nicht, will Hofer 2022 noch einmal Richtung Hofburg starten. Richtung Hofburg, Herr Hofer, das war ein Blick in die Zukunft, aber die Gegenwart, die gibt uns auch einige Themen. Fassen wir es einmal zusammen. Es gab eine Razzia bei früheren Spitzenmännern der FPÖ, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Beschuldigt soll auch ihr Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs sein. Der ist aktuell auf Platz 3 ihrer Bundesliste. Und es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit. Das ist nicht sozusagen der Drohen bis zu 10 Jahre Haft unter Umständen. Aus Sicht der FPÖ muss man sagen, es war eine schwierige Woche, oder? Eine schwierige Woche, das ist richtig. Und es ist nicht nichts, auch wie Sie das richtig formulieren. Aber was mich dabei gestört hat, ist die Grundlage für diese Hausdurchsuchung. Es war eine anonyme Anzeige. Jetzt haben wir gehört, offenbar von einem Manager, SPÖ nahe, der offenbar enttäuscht war, dass er den Job, den er gerne weiter hätte ausführen wollen, nicht mehr ausführen konnte. Und Sie müssen dazu sagen, es ist unbestätigt. Es ist unbestätigt, alles. Aber auf jeden Fall, die Anzeige war anonym. Und wenn man heute in der Presse das Rechtspanorama liest, dann gibt es auch dort Bedenken, ob man wirklich auf dieser Basis bereits eine Razzia durchführen soll. Und das ist schon etwas, was mir ein bisschen auch zu denken gibt. Ja, aber anonym heißt ja nicht falsch. Anonym und es gibt offenbar in Österreich schlechte und gute Hausdurchsuchungen. Bei der BVD war es eine schlechte und böse und hier ist es eine gute und ich würde schon vorschlagen, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Aber sei es wie sei, ich habe Vertrauen in die Justiz wird ermitteln
Man wird sehen, was am Ende dabei herauskommt. Aber da habe ich jetzt ein bisschen so eine Argumentation durchgehört wie bei Heinz-Christian Strache. Der hat ja gesagt, in diesem Interview Marathon, den er vergangene Woche gegeben hat, hat er gesprochen von Willkür und politischer Motivation. Würden Sie das auch so sagen? Sie wissen, ich formuliere anders. Ich sage nur, ich habe Bedenken, dass man so schnell zu einer Hausdurchsuchung kommt, durch eine anonyme Anzeige. Es gibt auch einen Streit zwischen der WKStA und dem Bundeskriminalamt. Wer darf jetzt die Handydaten auswerten? Also eine eigenartige Situation. Und ich bin gespannt, was am Ende dabei herauskommen wird. Aber rüttelt man da nicht ein bisschen an den Grundfesten der Republik, wenn man die Justiz so in Zweifel zieht? Das gehört also sozusagen, dass die Justiz, die unabhängige Justiz, das Vertrauen in diese Justiz, die gehört ja ganz elementar dazu, zu den Bausteinen unserer Republik. Wollen Sie daran rütteln? Nein, gar nicht. Aber ich sage, wenn das Rechtspanorama der Presse, eine hochseriöse Zeitung, das kritisch hinterfragt, dann ist es auch ernst zu nehmen. Und ich sage noch einmal, für mich ist eine anonyme Anzeige eine etwas dünne Suppe, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Aber trotzdem, es muss untersucht werden. Man wird sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich kann nur sagen, dass dieses ganze Vorfeld, die Frage der Novomatic, Casino und so weiter, dass mir das alles etwas eigenartig vorkommt, weil ja zum Beispiel die Novomatic ja gar nicht mit den zwei Positionen im Aufsichtsrat entscheiden kann, wer bei den Casinos dann wirklich Chef wird. Vielleicht erklären wir es noch einmal ganz kurz. Die Staatsanwaltschaft vermutet ja einen Deal sozusagen. Und dieser Deal geht so. Der FPÖ-Mann Peter Sidlow ist Finanzvorstand bei den Casinos Austria geworden. Und die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es eine Absprache gegeben hat zwischen Heinz-Christian Strache, Gudenus, dem damaligen Staatssekretär Fuchs und der Novomatic. Und die Novomatic hätte im Gegensatz sich sozusagen Wohlwollen erwarten können, wenn es um zukünftige Lizenzen gibt. Diese Logik ist die der Staatsanwaltschaft, aber es klingt irgendwie nachvollziehbar. Gab es diesen Deal? Nein, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das geht nämlich so gar nicht. Die Novomatic. Die Frage war eine andere. Gab es diesen Deal, Herr Hofer? Es kann diesen Deal gar nicht geben, weil es nicht funktioniert. Die Novomatic hat zwei Aufsichtsräte und kann gar nicht entscheiden, wer an der Spitze der Casinos Austria steht. Die Bestellung erfolgt über den Aufsichtsrat. Die beiden Vorsitzenden, Rothensteiner, Pröll, sind ja informiert oder mussten informiert gewesen sein über die Qualifikation Sidlows. Also das sind alles Dinge, die passen hinten und vorne nicht zusammen. Und die Geschichte ist eine, wo die Enden nicht zusammenfinden. Aber im Aufsichtsrat spielt die Politik ja auch eine Rolle. Die Republik hat Anteile an Casinos Austria. Das wird von der ÖBAG gesteuert. Die ist politisch besetzt. Also natürlich spielt die Politik da auch eine Rolle, oder? Ja, aber die FPÖ kann dort nicht entscheiden. Das geht ja überhaupt nicht. Sondern die Entscheidung trifft der Aufsichtsrat. Und der Vorwurf ist mit der folgende. Der Vorwurf ist, Sidlow wäre nicht geeignet gewesen für diesen Job. Ja, aber dann bitte hätte man nicht bestellen dürfen. Das ist meine Sicht der Dinge. Und dann hätte eben Rothenstein und hätten Pröll informieren müssen, den Aufsichtsrat, zu wenig qualifiziert, bitte nicht bestellen. Aber das bitte nicht uns vorzuwerfen. Aber tatsächlich gibt es ja auch in diesem Hausdurchsuchungsbefehl und in dieser anonymen Anzeige sozusagen Hinweise darauf, dass es Anweisungen mehr oder weniger gab aus der politischen Spitze der Republik, dass diese Entscheidung so zu treffen ist. Und noch dazu hat Heinz-Christian Strache, weil Sie die Tageszeitung Presse zitieren, hat er ja gesagt, dass da, ich lese es vor, weil es in einer Regierungsverantwortung notwendig ist, dass man Vertrauensleute und Experten im staatsnahen Bereich hat. Also da geht ja völlig klar heraus, dass diese Entscheidung eine politische. Aber Sie sagen Anweisungen von der Spitze der Republik. Die Entscheidung dort wurde nicht getroffen in FPÖ-Ministerien. Also dann frage ich mich, warum es dann bei Strache eine Razzia gibt und im Umfeld einer anderen Partei nicht. Also mir gefällt die Geschichte ganz und gar nicht. Ich bin keiner, der die Justiz kritisieren will. Aber nur ich sage, bei diesem Fall stimmen für mich die Dinge nicht ganz zusammen. Ich habe irgendwie den Eindruck, es geht auch darum, an ein Handy zu kommen und jetzt mit diesem Handy natürlich ganz andere Dinge auch aufdecken zu wollen. Sie glauben, die Staatsanwaltschaft macht eine Hausdurchsuchung, weil sie ans Handy von Heinz Christian Strache. Die Staatsanwaltschaft macht eine Hausdurchsuchung mit einer anonymen Anzeige. Es geht nichts weiter bei den Hintermännern der Ibiza-Affäre. Es gibt drei Monate, es gehört aber dazu, es gibt drei Monate, nachdem das passiert ist, nicht einmal noch Befragungen der Personen, die ohnehin bekannt sind. Wir haben einen Streit zwischen der WKStA, die rot ist, und dem Bundeskriminalamt. Schwarz, wer darf jetzt das Handy auswerten? Das ist doch alles völlig absurd.
Trotzdem ist Peter Siedlow dorthin gekommen in diese Funktion. Und ich sage es noch einmal, der Personalberater hat gesagt, es mangelt ihm an Führungserfahrung. Und Heinz-Christian Strache hat ja in diesen Interviews ganz offen gesagt, dass es da eine Absprache innerhalb der Regierung offenbar gab. Jetzt habe ich vorhin bei Ihnen ein bisschen herausgehört, dass Sie das nicht so sehen. Wussten Sie nichts von dieser Absprache oder habe ich Sie falsch verstanden? Es soll natürlich möglich sein, dass ein Vizekanzler und ein Bundeskanzler auch darüber sprechen, wer in welchen Positionen auch am besten geeignet ist. Aber wenn ein Personalberater sagt, dass diese Person nicht geeignet ist, dann bitte nicht bestellen. Das wäre doch das Vernünftigste gewesen, es so zu machen. In meinem Bereich, wo ich verantwortlich war, in meinem Ministerium, habe ich einen hervorragenden roten Chef bei den ÖBB. Ich habe belassen die rote Präsidentin des Patentamtes, hervorragend qualifiziert. Wir haben in vielen anderen Bereichen nicht ausgewechselt, weil es mir völlig egal war, welche Farbe dort vertreten ist. Und wenn jemand nicht geeignet ist, dann darf er nicht bestellt werden. Und ich frage mich dann, warum das der Aufsichtsrat auch gemacht hat. Gut, in einigen anderen Unternehmen sind natürlich die Personen schon ausgewechselt worden, aber ich möchte noch einmal dazu zurück. Strache hat ganz klar gesagt in diesen Interviews, dass es diese Absprache gegeben hat. Was soll das dann anderes sein als Postenschacher? Ja, wenn jemand qualifiziert ist, ist das ja in Ordnung. Aber wenn jemand dann nicht qualifiziert ist... Dann können wir uns gleich alle Ausschreibungen etc. sparen und alle Bewerbungsprozesse, wenn es dann ohnehin politisch entschieden wird. Ja, und genauso soll es eben nicht sein. Das war schon, ja offenbar so. Na, und das ist ja der Fehler, das spreche ich an, das soll ja so nicht sein. Also, es soll durchaus so sein, dass eine Partei auch vorschlägt, wer sich bewirbt, ja, und wer in Frage kommt. Aber wenn der Personalberater sagt, die Person ist nicht geeignet, dann bitte nicht bestellen. Ja, aber warum warum kann die Politik da überhaupt mitreden? Warum entscheidet da die Politik mit? Ist das Postenschacher? Denn ja, die FPÖ sehr oft beklagt, dass es Postenschacher gibt, sozusagen zwischen Rot und Schwarz. Machen Sie jetzt dasselbe? Die Regierungspolitik entscheidet natürlich mit. Also wer soll denn entscheiden, wenn der Eigentümervertreter ist ja der, der entscheiden muss. Wenn jetzt zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, jetzt bei der ÖBB eine Entscheidung ansteht, wer steht an der Spitze des Unternehmens, ja, wer soll denn entscheiden, wenn nicht der Minister und die Aufsichtsräte, die dafür verantwortlich sind. Das geht ja gar nicht anders. Aber wer entscheidet? Das habe ich vorher gehört von Ihnen. Der Aufsichtsrat muss das allein entscheiden, dann höre ich wieder, die Politik muss auch entscheiden. Also, ich sage es, wie ich es gemacht habe. Ich habe einen Vorschlag gemacht, diese Person ist geprüft worden, auf Herz und Nieren geprüft worden, und ich habe die beste Person bestellt und genommen. Ich hätte das niemals anders getan. Die Staatsanwaltschaft vermutet das alles ja auch wegen des Ibiza-Videos. Da erscheint demnächst in wenigen Tagen ein Buch, der Aufdecker von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe das Buch schon lesen können und da sagt Heinz-Christian Strache ja, Novomatic zahlt alle. Und er sagt, wir machen ein Gesetz, wo wir geordnete Spielcasinos zulassen. Die Puzzleteile passen dadurch natürlich viel besser zusammen. Also zunächst, was Strache gesagt hat, das ist nicht zu entschuldigen. Ich habe das auch immer festgehalten, das ist fürchterlich, was dort gesagt worden ist. Aber zunächst, wenn man jetzt das weiterspinnt, was Sie auch vorher gesagt haben oder was die Staatsanwaltschaft glaubt, dann muss man zuerst eine Gesetzesänderung machen. Und da brauche ich eine Mehrheit im Nationalrat. Und dann muss ausgeschrieben werden, europaweit. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Ich fasse es zusammen. Gab es diesen Deal? Wussten Sie davon? Ich wusste von keinem Deal und ich hoffe, dass es keinen Deal gegeben hat. Das heißt, Sie als Regierungskoordinator haben nichts von diesen Gesprächen... Über meinen Tisch ist nichts gegangen, was die Besetzung... Das ist an Ihnen vorbeigegangen. Ja, oder ist gar nicht passiert, ja, aber über meinen Tisch ist es mit Sicherheit nicht gegangen. Ganz direkt noch etwas gefragt zu diesem Themenkomplex. Ist Geld von der Novomatic an die FPÖ geflossen, entweder direkt oder über einen Verein? Das schließe ich aus. Ich habe, als ich die Partei übernommen habe, mir sofort die Parteifinanzen vorlegen lassen, aufgrund der Aussagen in diesem Ibiza-Video. Und die Spenden in den letzten Jahren waren sehr gut überschaubar, um es so zu formulieren. Es gab zwei Großspenden mit jeweils 10.000 Euro, die aber nichts zu tun hatten mit den Unternehmern, die genannt worden sind. Es gibt ein Institut für Sicherheitspolitik, das einen Kooperationsvertrag hat mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Dort gibt es auch einen Vertrag mit der Novomatic. Es gibt aber solche Institute auch von ÖVP und SPÖ. Das sind, glaube ich, 6 Institute insgesamt. Aber das ist der einzige Bereich. Nein, das schließe ich aus. Diese Sache mit der Willkür und der politischen Motivation, die Heinz-Christian Strache ins Treffen geführt hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie würden das nicht so sagen, oder?
Man muss bei solchen Formulierungen sehr vorsichtig sein. Ich habe aber schon gesagt, dass die Vorgangsweise rund um die Hausdurchsuchung für mich schon bedenklich ist und die Enden der Schnur nicht zusammenpassen. Insgesamt haben wir ein System in Österreich der Justiz, das gut funktioniert, wo man auch Vertrauen haben kann. Gewisse Schwächen gibt es, wenn ich ein Beispiel anführen darf, bei der Schredder-Affäre, der junge Mann, der hier diese 5 Festplatten aus dem wichtigsten Büro der Republik hinausgetragen hat, da wurde das Handy abgenommen und dann gleich wieder zurückgegeben. Wobei ich schon sagen muss, ich kenne den jungen Mann, der ist sehr sympathisch und sehr in Ordnung und wurde, glaube ich, von irgendjemandem da hineingehetzt. Jetzt reden wir halt über die ÖVP, ich würde lieber gerne über die FPÖ reden. Es gibt ein Zitat aus Ihrer Pressestelle von vor ein paar Tagen, wie diese Casino-Geschichte aufgepoppt ist. Da heißt es, die neue Parteiführung steht in keinem Zusammenhang mit der Casino-Sache. Gehen Sie auf Distanz zu Heinz-Christian Strache? Nein, aber ich muss schon sagen, was Sache ist. Ja, also wenn ich mit dieser Sache nichts zu tun habe, dann muss ich das auch sagen. In der ZIB 2 hat Strache gesagt, die Vorwürfe animieren mich fast so rasch wie möglich zurückgekommen. Sie hingegen haben gesagt, auf Ö1, gestern habe ich das gehört, sicher nicht, bevor nicht alles Rechtliche geklärt ist. Heißt das, bevor Heinz-Christian Strache in die Politik zurückkehren kann, müssen alle Ermittlungen eingestellt sein? Es müssen alle rechtlichen Vorwürfe geklärt sein. Das heißt, es muss entweder müssen die Ermittlungen eingestellt werden oder es muss eine Verhandlung geben mit einer richterlichen Entscheidung, mit einem Freispruch. Alles andere ist nicht denkbar für mich. Alles andere ist nicht denkbar. Das heißt, auch wenn es Jahre dauern sollte oder bis nach der Wienwahl zum Beispiel, da kann er nicht zurückkommen? Nein, das ist für mich nicht denkbar. Es müssen zuerst alle rechtlichen Dinge geklärt sein und vorher gibt es die Frage einer möglichen Rückkehr für mich nicht. Glauben Sie, dass er das auch so sieht? Ich glaube, er sieht es anders, aber ich sehe es so, wie ich es gesagt habe. Können Sie sich da durchsetzen dann? Denn man hat manchmal ein bisschen den Eindruck, dass Heinz-Christian Strache schon noch eine sehr große Rolle bei der Freiheitlichen Partei spielt. Er hat 800.000 Anhänger auf Facebook, er gibt viele Interviews. Können Sie sich da durchsetzen, glauben Sie? Es wird nicht anders gehen. Schauen Sie, es kann doch nicht sein, dass es einen Wahlkampf gibt, wo dann vielleicht mitten im Wahlkampf eine Hauptverhandlung stattfindet. Vielleicht hoffentlich mit einem Freispruch, aber kann auch anders ausgehen. Also wir haben immer gesagt, es müssen zuerst alle rechtlichen Dinge geklärt werden und geklärt sein. Und ich hoffe, dass auch er das in Zukunft so sehen wird. Aber ich als Parteichef muss diesen und werde diesen Weg gehen. Haben Sie, welchen Eindruck macht denn Heinz-Christian Strache auf Sie in den vergangenen Tagen? Jetzt hat er eben mehrere Interviews gegeben. Ein bisschen wirkt er vielleicht so, um ein Beispiel zu nehmen, wie der Seniorchef in einer Firma, der eigentlich schon ausgeschieden ist, aber trotzdem jeden Tag in die Firma kommt und so ein bisschen schaut und sagt, na, das passt nicht und das passt nicht und so. Wirkt es auf Sie auch so? Nein, also ich habe ihn bei mir in der Firma unter Anführungszeichen in den letzten Wochen nicht gesehen. Aber trotzdem noch einmal, es gab dieses Ibiza-Video, es gab jetzt diese Hausdurchsuchung und Bestechungsverdacht, Bestechlichkeitsverdacht. Ab wann wird er Ihnen zur zu großen Last womöglich? Denn es gibt schon Kommentatoren, die sehen, schreiben zum Beispiel, ich glaube in der Wiener Zeitung habe ich es gelesen, Strache ist der Klotz am Bein des Norbert Hofer. Ich möchte das nicht so formulieren. Ich habe gesagt, ich möchte den Stab nicht über ihn brechen. Ich tue so etwas nicht. Er ist in einer unglaublich schwierigen Situation, wo die gesamte Existenz auf dem Spiel steht. Aber in der Frage der Kandidatur muss ich natürlich auch klar sagen, wohin die Reise geht. Die Wiener Freunde müssen sich auf diesen Wahlkampf auch vorbereiten können. Auch Dominik Knepp hat gesagt, glaube ich vor 2 Tagen, es müssen alle rechtlichen Dinge geklärt sein und da kann man also kein Vakuum zulassen. Die Wiener müssen sich auf diesen Wahlkampf vorbereiten und müssen wissen, wohin die Reise geht. Das heißt, Sie glauben nicht, dass Strache als Spitzenkandidat in Wien antreten kann? Ja, wenn alle rechtlichen Dinge vorher geklärt sein sollten und auch die Wiener das wollen, dann wäre es eine Möglichkeit, aber einfach wird das nicht. In der FPÖ ist Heinz-Christian Strache natürlich ein wichtiges Zugpferd. Er war lange an der Spitze. Er ist sozusagen auch ein Aushängeschild nach wie vor bei Ihren Wählern. Strache ist Trumpf quasi. Brauchen Sie ihn vielleicht auch ein bisschen im Wahlkampf oder eher nicht? Wollen Sie sagen, jetzt bin ich der Chef? Also ich will nicht, dass die FPÖ eine Partei ist, wo alles von einer Person abhängig ist. Also die FPÖ war und ist erfolgreich mit und ohne Haider, wird mit und ohne Strache den Weg gehen und wird auch mit und ohne Hofer den Weg gehen. Ich habe das beste Wahlergebnis erreicht für die FPÖ in der Geschichte dieser Partei und es wird auch nach mir positiv weitergehen. Also es soll nicht alles von einer Person abhängig sein. Wir haben jetzt eine tolle Doppelspitze mit Herbert Kickl, dem ich sehr dankbar bin.
dass er auch eine komplette Österreich-Tour macht und mir auch die Chance gibt, mich auf Auftritte auch gut vorzubereiten. Also es funktioniert sehr, sehr gut und ich glaube, dass die Kombination, so wie wir das jetzt aufgesetzt haben mit Herbert Kickl und mir, eine optimale ist. Stache hat ja auch gesagt, er glaubt, er hat eine saubere Weste. Wenn Sie das hören, was denken Sie sich da? Ich will das gar nicht kommentieren. Ich sage nur, dass das, was im Video gesagt worden ist, natürlich etwas ist, was man nicht rückgängig machen kann. Aber die andere Seite, was ihm hier vorgeworfen wird, bei dieser Razzia, Hausdurchsuchung, Handy abnehmen, das ist ein Aspekt, der mir nicht gefällt und der noch in Zukunft zu beurteilen sein wird. Ich habe auch in die Statuten der FPÖ geschaut. Ich habe, glaube ich, alles gelesen, was es so gibt über Sie und über die FPÖ. Und in den Statuten heißt es unter anderem, der Ausschluss eines Mitglieds kann ausgesprochen werden, wenn dessen Verhalten geeignet ist, das Ansehen der Partei zu schädigen. Ist dieses Ansehen geschädigt worden durch ihn? Das Ansehen ist geschädigt worden, natürlich. Es war nicht einfach die Zeit, aber kann ausgesprochen werden. Und ich sage auch, dass er... Man auch sehen muss, was Strache für diese Partei geleistet hat in all den Jahren, in der er gekämpft hat, auch für diese freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft. Also das auszublenden und nicht zu beurteilen, das wäre ein großer Fehler und das mache ich auch nicht. Das heißt, er bleibt in der Partei, aber wird vorerst keine tragende Rolle mehr übernehmen. Er bleibt in der Partei und ich hoffe, dass es ihm gelingt, die Probleme, die jetzt einfach im Raum stehen und die auf ihn zukommen werden, dass es auch gut bewältigen wird. Er hat auch einen starken Rückhalt, Gott sei Dank, auch von vielen Freunden, auch von seiner Familie und das gibt ihm sicherlich auch viel Kraft. Kommen zum Abschluss dieses Themas. Jetzt in den vergangenen Wochen war schon immer wieder auffällig, dass es ruhig war um Heinz-Christian Strache und plötzlich war er quasi wieder da, hat ein Interview gegeben, ich weiß nicht, bei Russia Today oder in österreichischen Medien. Er wirkt dabei sozusagen so, als würde er das halt tun, wie es ihm passt, wie es ihm einfällt. Das macht für Sie, kann ich mir vorstellen, auch nicht so einfach, wenn dann der damalige Chef wieder aufpoppt und man das dann wieder kommentieren muss. Ist das unangenehm für Sie? Naja, natürlich ist es nicht leicht, wenn man bei den Gesprächen in Vorbereitung einer Wahl immer einen großen Teil darauf verwenden muss, diesen Teil mit abzudecken. Aber natürlich, das Video war der Grund, warum wir wählen. Und deswegen verstehe ich auch, dass dieser Aspekt auch immer beleuchtet wird und beleuchtet werden muss. Die Interviews, die Strache gibt, sind bei mir nicht akkordiert und auch mit der Partei nicht akkordiert. Er macht es als Privatmann und kann auch selbst entscheiden, mit wem er wann und wo spricht. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Also wenn wir vorher gesagt haben, Klotz am Bein, das nicht, aber ein Backerl, das man mitträgt, wie also würden Sie das sagen? Das halte ich leicht aus. Letzte Frage, bevor wir zu kurzen Fragen kommen. Am Bundesparteitag am 14. September, da stehen Sie ja zur Wahl. Sind Sie sicher, dass das alles ganz glatt und ruhig über die Bühne gehen wird? Ja, natürlich. Sie müssen ja wissen, auch hier bei dieser Funktion war es ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt Bundesparteiobmann werden, sondern ich bin gefragt worden, ob ich diese wichtige Aufgabe übernehme, um die Partei in ruhigere Gewässer zu führen. Ich mache das wirklich gerne und das wird sehr gut ablaufen. Ich habe ein paar Mini-Fragen vorbereitet, bei denen es mir wichtig ist, dass man sozusagen das Spiel längere Frage, längere Antwort ein bisschen durchbricht. Ich würde Sie bitten, dass Sie ganz kurz antworten, wenn das geht. Einige Dinge. Wofür haben Sie zuletzt Geld gespendet, Herr Hofer? Das war bei irgendeinem Fest, einem Dorffest, habe ich in die Kasse was hineingeworfen. Heute ist Welttag der humanitären Hilfe. Österreich gibt für die humanitäre Hilfe 3 Euro pro Kopf aus, Deutschland ungefähr 25. Sollte die Republik dafür mehr Geld ausgeben? Also ich glaube, es gibt kaum ein Land, das so viel tut, kann man nicht nur immer in Geld bemessen. Wollen Sie wirklich noch einmal über Ausnahmen aus dem Rauchverbot verhandeln nach der Wahl? Es wird notwendig sein, einige Ausnahmen zu definieren. Ich werde es vielleicht noch erklären danach. Sind Sie schon einmal mit Uber gefahren? Ja. Ist es besser als Taxi oder schlechter als Taxi? Es war in Washington. Ich habe das Taxi in Washington nicht verglichen mit Uber. Gehen Sie eigentlich gerne ins Casino? Überhaupt nicht. Ich war mit meiner Frau vor einigen Monaten im Casino und habe gebeten, bald zu gehen, um das Fliegerstübel in Pinkerfeld zu besuchen. Sollen Asylwerber, die eine Lehre machen, abgeschoben werden bei negativem Bescheid? Ich mache keinen Unterschied. Bei negativem Bescheid ist abzuschieben. Und eine Zeitung hat geschrieben, Sie haben unlängst ein Treffen mit Sebastian Kurz abgesagt. Warum eigentlich? Weil bei den Treffen, die er gemacht hat mit SPÖ und Grünen, es wohl darum gegangen ist, ob es eine Koalition gibt. Das muss er mit mir nicht besprechen. Er weiß sowieso, dass ich diese Koalition gerne fortsetzen will.
Genau, Sie wollen, vielleicht vertiefen wir es jetzt wieder ein bisschen, Sie wollen die Neuauflage von Türkis-Blau, haben in der Zeit im Bild zum Beispiel gesagt, weil die Koalition sehr beliebt war, meinen Sie, und Sie möchten das fortsetzen. Aber es gibt natürlich ein paar Fallstricke. Sebastian Kurz hat gesagt, mit Herbert Kickl als Innenminister oder in der Regierung sicher nicht mehr. Alexander Van der Bellen würde Herbert Kickl als Innenminister nicht mehr angeloben. Diese Bedingungen werden Sie wohl hinnehmen müssen, oder? Das werden wir sehen. Also meine Erfahrung ist in der Politik, und ich bin schon einige Jahre dabei, Sie haben im Video vorher gesehen, ich war früher mal dunkelhaarig und bin in der Zwischenzeit auch weiß geworden, dass nach Wahlen die Dinge oft leichter zu besprechen sind, und deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen. Also den Wahlkampf, ein gutes Wahlergebnis, und dann wird auf Basis dieses Ergebnisses verhandelt. Und wenn die ÖVP hart bleibt, dann müssen Sie es hinnehmen? Ja, es wird ein paar Punkte geben, wo man hart verhandeln wird zwischen ÖVP und FPÖ. Ich sage gleich einmal eines. Ich bin sicher einer, mit dem man in der Regierung vielleicht leichter zusammenarbeiten kann, als das bei meinem Vorgänger manchmal der Fall war. Ja. Aber die Regierungsverhandlungen werde ich wahrscheinlich härter führen, als das beim letzten Mal der Fall war. Da höre ich jetzt schon ein bisschen heraus, dass Sie das noch nicht abgeschlossen haben, Herbert Kickl und das Innenministerium. Er selber will natürlich auch. Nein, mir geht es um ein paar Inhalte. Es geht also nicht nur um das Personelle natürlich, sondern es geht um einige wichtige inhaltliche Eckpunkte, die ich unbedingt durchsetzen will. Aber ich will jetzt keine roten Linien zeichnen. Ich möchte verhandeln, wenn dann das Wahlergebnis vorliegt. Sie sind ja oft sehr freundlich zur ÖVP und werben für die Fortsetzung dieser Koalition. Herbert Kickl hingegen schießt oft in Richtung ÖVP, übt viel Kritik. Wie passt das eigentlich zusammen? Ist das sozusagen die Strategie Good Cop, Bad Cop? Nein, wir sind einfach so. Also, man darf mir aber bitte nicht glauben, dass ich immer nur nett bin. Denn in der Politik überlebst du nicht lange, wenn du immer nachgibst und immer nur freundlich bist. Du musst dich manchmal auch durchsetzen und musst auch manchmal sehr, sehr hart sein. Aber wenn die ÖVP erkennt, dass diese Kombination zwischen Herbert Kickl und mir auch eine echte Bereicherung für eine gute Regierungsarbeit sein kann, dann glaube ich auch, dass ein Umdenken vielleicht nach der Wahl möglich ist. Ich glaube, Sebastian Kurz hat sich da seine Meinung schon gebildet, wenn ich die Interviews gehört habe. Mein Gott, wenn ich mir die Meinung bilde und nicht bereit bin, bei Koalitionsverhandlungen einen Standpunkt zu verlassen, dann gibt es keine Koalition mit keiner Partei. Es ist immer ein Aufeinanderzugehen und zu schauen, wie man gute Lösungen erreicht. Ich glaube, konkreter wäre man dann immer, die ÖVP macht jetzt ein Verbot der Identitären auch zur Koalitionsbedingung. Es ist ja fraglich, ob das rechtlich geht. Da gab es heute auch einige Zeitungsberichte und Radioberichte. Wollen Sie sich da fügen oder steuern Sie da auf einen Konflikt zu mit der ÖVP? Es ist einmal, ich halte es da mit dem Bundespräsidenten, der gesagt hat, er warnt davor, diesen Schritt zu gehen. Es ist der Bundespräsident jemand, der wirklich unverdächtig ist, ein Sympathisant dieser Obskurantentruppe zu sein. Und ich bin auch kein Sympathisant dieser Gruppe. Seit vielen, vielen Jahren warne ich vor diesen Leuten. Aber das Vereinsrecht ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Ich kann nicht einfach sagen, ohne rechtliche Grundlage, ein Verein wird aufgelöst. So einfach geht das nicht. Da wird sich die ÖVP noch überlegen müssen, ob man nicht diese Haltung überdenken sollte. Vor allem, ich verstehe es nicht. Niemand spricht über diese Gruppe und dann kommt die ÖVP und macht dieses Grüppchen mit solchen Aussagen wieder stark. Das ist genau das Futter, das diese Gruppe braucht, um wieder auch Unterstützer zu bekommen. Wie schätzen Sie den Hintergrund ein? Könnte auch sein, dass es die ÖVP Ihnen vielleicht ein bisschen schwer machen will, dass sie den Pflock einschlägt, Sie da nicht mit können und sozusagen... Also ich sage, ich halte es mit dem Bundespräsidenten, es ist keine gute Idee, so vorzugehen. Aber die Identitären haben zu Vorzugsstimmen für Heinz-Christian Strache im EU-Wahlkampf aufgerufen. Da hat sich niemand distanziert. Also ich schon, also ich sage immer wieder, ich will Ich habe keine Wortmeldung gefunden. Ich will mit diesen Leuten, sage ich, seit Jahren nichts zu tun haben. Ja, überhaupt nichts. Ich habe auch das im Jahr 2016 x-mal gesagt, in den Jahren danach, ich halte von dieser Gruppe nichts. Aber der Vorzugsstimmenaufruf ist unkommentiert geblieben. Das hätte man ja auch sozusagen zurückweisen können. Ich habe das nicht mehr mitbekommen, dass diese Leute so etwas gemacht haben. Wenn sich Türkis-Blau nicht ausgeht, kann er auch sein, sind Sie dann fix in der Opposition? Natürlich, es gibt keine andere Variante. Wir sagen immer, wir wollen so stark werden, dass sich Schwarz-Grün nicht ausgeht, aus vielerlei Gründen, weil das ein Rückschritt wäre. Also viele Dinge, die wir gemeinsam umgesetzt haben in dieser Regierung, müsste man wieder rückabwickeln, Ausländerwahlrecht, also alles Mögliche wieder dann kommen. Also
Das Ziel ist einfach so stark zu werden, dass sich Schwarz-Grün nicht ausgeht. Wenn Sie mich jetzt fragen, wenn es diese Koalition nicht geben wird zwischen ÖVP und FPÖ, sondern ÖVP und SPÖ oder ÖVP und Grün oder ÖVP und Grün-Neos, was auch immer, dann sind wir natürlich Opposition. Eine andere Variante mache ich nicht. Was Sie gerade gesagt haben, Ziel, was ist Ihr Wahlziel? Sie hatten 26%, was ist jetzt Ihr Ziel? Nun, das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl wird sich wahrscheinlich nicht rausgehen bei dieser Wahl. Das Ziel ist, über die 20% zu kommen und so stark zu werden, dass sich Schwarz-Grün nicht ausgeht. Das ist das Wahlziel. Wenn Sie es in einer Regierung schaffen sollten, dann ist, glaube ich, ein großes Ziel von Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, die direkte Demokratie auszubauen. Das war schon vor der letzten Wahl im Wahlkampf, habe ich einige Veranstaltungen der FPÖ gesehen als Reporter, da war es auch immer ein großes Thema. Und Ihr Vorschlag war 4% bei einem Volksbegehren, 250.000 Stimmen ungefähr, dann gibt es eine verpflichtende Volksabstimmung. Mhm. Die ÖVP hat gesagt 10%, 640.000 Stimmen wären das ungefähr. Und getroffen hat man sich bei 900.000. Was ist das für ein Kompromiss, eben. Bitte? Ich gebe Ihnen vollkommen recht und das wird es für mich als Partei hat man nicht geben. Ja, aber Sie waren ja damals auch ganz eingebunden in die Verhandlungen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich als Partei hat man in die Verhandlungen gehe oder nicht. Und das ist eben das Thema, das mir besonders wichtig ist. Also wenn Sie mich, Sie haben mich gefragt, ob es schwierig wird bei den Verhandlungen. Das ist der Punkt, wo es schwierig wird. Also das werde ich nicht akzeptieren, dass man sagt, naja, als ÖVP, wir hatten eigentlich 10% vor, jetzt machen wir trotzdem 900.000. Das heißt, Sie wollten damals gehen. Und haben sich nicht durchsetzen können wir und haben uns die anderen wollten. Wir haben uns nicht durchgesetzt, das ist richtig. Und jetzt, wo soll die Hürde in Zukunft liegen, wenn Sie ja, das verhandeln? Die Obergrenze liegt für mich dort, wo die ÖVP sowieso hin wollte. Das sind die 10%. Wir hätten nach wie vor gerne die 4%, aber wir sind gerne bereit, uns zu bewegen. Aber dass die ÖVP nicht einmal sich selbst ernst nimmt und sagt, wir haben das zwar gesagt, aber es ist alles ganz anders, das werde ich nicht akzeptieren. Die FPÖ war allerdings auch dabei, aber sei es drum, es sagen Kritiker allerdings, dass da auch Gefahren drohen, wenn man das Limit recht niedrig setzt, da wenn es dann zum Beispiel um so populäre Dinge oder vermeintlich populäre Dinge ginge, da würde dann eine populistische Kampagne schon fast reichen. Stellen wir uns vor, es geht darum, soll es eine sechste Urlaubswoche in Österreich geben oder wollen Sie weniger Sozialversicherungsbeiträge zahlen? Das kann dann mit einer Kampagne schnell populär werden. Haben Sie da keine Befürchtungen, dass man sich dann ins eigene Fleisch ein bisschen schneidet? Nein, in der weil ich glaube, dass jene Politiker, die sagen, die Leute sind so dumm, auf dem Holzweg sind. Die Wähler sind nicht dumm. Nein, aber dass jetzt die Leute sagen, wir wollen jetzt 7 oder 8 Wochen Urlaub, weil das ist alles so toll. Das sind die Österreicher nicht und das sind auch Menschen in anderen Ländern nicht. Also wenn ein Mensch klug genug ist, einen Politiker zu wählen oder nicht zu wählen, dann ist er auch in der Lage, Sachentscheidungen zu treffen. Und ich glaube einfach, es würde sich auch die Diskussion in Österreich sehr, sehr stark verändern in Richtung auch Sachpolitik. Man hätte zweimal im Jahr Abstimmungen. Es gibt ein Abstimmungsbuch, wo Gegner und Befürworter ihre Argumente vorbringen können. Also ich glaube, wir würden die Politik auf eine neue Ebene heben in Österreich. Und das ist das Ziel, das ich gerne umsetzen will. Auch die ÖVP wollte das im letzten Wahlkampf, eine Hürde von 10%. Und auf diese Hürde poche ich. Schauen wir mal, wie der nächste Kompromiss dann ausschauen wird. Ich hätte auf jeden Fall nicht über die 10%. Ich hätte wieder einige Mini-Fragen vorbereitet. Bitte Sie nochmal um kurze Antworten. Wann wird denn Ihr Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 eigentlich veröffentlicht? Ich glaube, der Rechnungshof wartet. Das wird sehr rasch der Fall sein. Okay, Sie sind aber schon im Verzug. Es wird nicht mehr lange dauern. Sie haben schon vor der letzten Regierung verlangt, dass das Budget des Bundesheers deutlich ausgebaut wird. 1% des Bruttoinlandsprodukts, das wären ungefähr fast 4 Milliarden Euro geworden, ist es dann in der letzten Regierung ein bisschen mehr als die Hälfte. Ist das beim nächsten Mal eine absolute Bedingung? Ja. Also wir werden das Budget deutlich erhöhen müssen. Ist der Klimawandel menschengemacht? Ja, zu einem erheblichen Teil. Schwierige Frage jetzt. Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Ah. Sie sind ja ein blendender Rhetoriker, treten freundlich auf. Allerdings, manche unterstellen Ihnen, Sie seien ein Wolf im Schafspelz. Haben Sie eine dunkle Seite, die Sie uns nicht zeigen? Jeder Mensch hat dunkle Seiten. Also die gefährlichsten Menschen sind die ganz Perfekten. Also ich hätte, wenn ich auf der Straße gehe, vor einem Banker mit Zuckerfrisur weniger Angst als vor dem Typen mit der Nerdbrille. Muss man vor ihnen Angst haben?
Ich hoffe nicht. Ist Schulschwänzen für einen guten Zweck okay? Also Fridays for Future zum Beispiel, Klimademonstrationen? Wenn man es nicht jede Woche macht, würde ich sagen. Wie schnell würden Sie auf der Autobahn am allerliebsten fahren, wenn Sie könnten? Was wäre Ihr Wunschtempo? Wenn es dekarbonisierten Verkehr gibt, 140. Tempo 140 ist das Stichwort. Die ASFINAG hat da eine Studie präsentiert über diese Teststrecken, wo man 140 fahren darf. Da hieß es, die Zunahme der Schadstoffe liege bei 1-2%. Greenpeace hat dann widersprochen, sieht das doch ein Stück höher in Richtung 4%. Aber sei es wie sei, Zunahme bleibt Zunahme. Und jetzt wissen wir, dass der Verkehr der Treiber des CO2-Ausstoßes ist, der Treibhausgase ist. Also ist das nicht trotz allem schlicht und ergreifend das falsche Symbol? Es muss nach unten gehen und nicht nach oben. Also zunächst zur Kritik von Greenpeace. Der Chef von Greenpeace Österreich war ein grüner Funktionär. Die betreiben selbst drei Schiffe. Eines mit mehr als 5000 PS Diesel und so weiter. Also ich will es. Lassen wir es. Lassen diese Frage keine Rolle. Natürlich. Schneller fahren, der Rufwiderstand erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, damit auch mehr Verbrauch. Es gibt ein paar Ausnahmen bei den LKWs, wo Getriebe und Motor nicht auf 60 km/h abgestimmt sind. Es ist besser 70, wäre noch besser 80 zu fahren. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn man schneller fährt, verbraucht man mehr. Gilt auch für die Eisenbahn. Auch bei der Eisenbahn ist es so, dass Sie mehr Energie verbrauchen, wenn Sie 250 fahren mit der Bahn, statt mit 80 oder mit 100. Trotzdem freuen wir uns, wenn wir mit der Bahn schneller fahren können. Warum? Es ist saubere Energie. Dekarbonisiert. Haben Sie eine Ausfahrt genommen, ich will gerade erklären, auch beim Verkehr wird es so sein, dass der Weg geht in Richtung dekarbonisierten Verkehr. Das heißt, wir werden in Zukunft haben drei Motoren, die nebeneinander arbeiten werden, funktionieren werden. Einerseits Elektroauto mit Elektromotor und getrieben von Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Feststoff oder Luftbatterien, Wasserstoff, Brennstoffzelle und der Verbrennungsmotor mit E-Fuel. Und dann spielt die Geschwindigkeit nicht mehr die Rolle, wie das vielleicht heute also der Fall ist. Also Tempo 140 soll bleiben, wenn es nach dem früheren Verkehrsminister und ganz geht. Schnell dekarbonisieren. Sie sagen ja, keine CO2-Steuer wollen Sie. Aber was dann eigentlich? Denn ich sage es noch einmal, bis 2030 müssen wir die Treibhausgase um 36% reduzieren. Wir hatten jetzt aber immer eine Stagnation, also salopp formuliert, es ist Feuer am Dach. Wie wollen Sie das schaffen? Alle Experten, und ich habe mit einigen gesprochen und viel gelesen, alle Experten sagen, auch international, eine CO2-Steuer ist das beste Mittel, um das schnell und möglichst verträglich zu schaffen. Wir haben eine CO2-Steuer in Österreich, das ist die MÖST. Das ist eine CO2-Steuer, die bereits vorhanden ist. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Einige wollen Steuern erhöhen. Wir wollen Steuern dort senken, wo Erneuerbare abgerufen werden. Das heißt, wir wären dafür, dass man statt in Richtung Dauersubventionen zu gehen, neue Techniken subventioniert. Es geht jetzt dann bei der Photovoltaik weiter in die Speichertechnik zum Beispiel. Wir brauchen für die Energiewende die Speichertechnik in Österreich. Und ansonsten alles, was erneuerbar ist, einfach anders besteuert. Das heißt, wenn ich jetzt Energie aus Wasserkraft, aus Photovoltaik, aus Biomasse, aus Solarthermie, aus Geothermie, aus Windkraft verwende, dann soll diese Energie anders besteuert sein als Energie aus Kernkraft, von Gaskraftwerken oder aus Kohle. Aber das erklärt mir jetzt immer noch nicht, wie Sie die Leute dazu bringen wollen, dass sie weniger mit Verbrennungsmotoren fahren, um die CO2-Bilanz zu senken. Na, Sie müssen unterscheiden es zwischen Wärmeenergie, zwischen Energie für Mobilität oder für Strom. Der ist massiv gestiegen in den vergangenen Jahren. Ja, aber bevor ich erklärt, da gibt es ja die große Wende in Richtung Dekarbonisierung. Das wird sich völlig verändern. Aber es gibt einen zweiten Bereich, Strom, den man auch sonst benötigt, wo ich nicht verstehe, dass von europäischer Ebene Österreich als Klimasünder kritisiert wird und dass tolle Beispiele Frankreich und Belgien angeführt werden. Zwei Länder, die auf Kernkraft setzen. Das ist extrem ungerecht und nicht sehr klug. Weil ich kann nicht vergleichen, ein Land, das auf Kernkraft setzt, mit einem Land wie Österreich, wo wir uns ganz, ganz stark mit Wasserkraft, mit Windkraft und so weiter, mit Strom versorgen. Deswegen will ich diese Änderung auch bei der Mehrwertsteuer, damit Energie aus Kernkraft höher besteuert ist als Energie aus Windkraft, Wasserkraft und so weiter. Aber jetzt reden wir wieder von der Stromerzeugung. Dekarbonisierung, haben Sie gesagt, beim Straßenverkehr. Wie gesagt, das ist der größte Treiber des CO2-Ausstoßes.
Wir haben dann noch ungefähr 10 Jahre Zeit und viele Klimaexperten sagen, die Tür schließt sich schon. Wir müssen uns unbedingt beeilen und diese Dinge, die Sie gesagt haben, Stromspeichern, Wasserstofftechnologie, das ist Zukunftsmusik, okay, sagen die. Ist es nicht. Ich sehe, Sie wollen über den Verkehr sprechen. Nur ganz kurz, ja. Die Speichertechnik ist das, was jetzt die Kernfrage ist. Aber gehen wir zum Verkehr. Österreich ist das Land der Bahnfahrer Nummer 1 in der Europäischen Union. Wir haben investiert jetzt oder investieren jetzt in von 5 Jahren 13,9 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur. Ein extremer Betrag, geplant, aber, ja. Aber noch nie so viel, ist noch nie so viel investiert worden. Es gibt aber einen Bereich, wo wir mehr investieren müssen, das ist im Bereich des städtischen Umlands. Wir investieren, der Bund investiert in Wien, in die U-Bahn, aber Städte wie Graz, Linz, Innsbruck und so weiter haben ähnliche Probleme mittlerweile und brauchen auch die öffentlichen Mittel vom Bund. Deswegen war das Ziel, eine Nahverkehrsmilliarde umzusetzen. Und ich hoffe, dass die noch kommen wird. Aber nageln wir es fest, keine CO2-Steuer mit Norbert Hofer? Keine Steuererhöhung. Ich will erneuerbare Energie niedriger besteuern. Das ist der Weg. Kerosin besteuern? Das ist viel komplizierter, als Sie glauben. Weil zum Beispiel, die Emirates nach Wien fliegen, ja, und hier nicht einmal tanken mit dem Airbus A380. Emirates tanken also ziemlich billig zu Hause. Ja, genau so ist es. Ja, aber das ist egal, es ist immer so, egal ob es. Aber damit erreiche ich keine Klimaschutzziele. Also immer nur, es ist einfach fantasielos zu sagen, Steuern drauf, alles teurer machen. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir das Erneuerbare günstiger machen. Auf ein Themenwechsel. Unlängst habe ich Sie mal vermisst, vor 14 Tagen ungefähr, bei der Präsentation des Historikerberichts. Da waren Sie nicht dabei. Da habe ich mir gedacht, warum ist er nicht dabei? Und dann ist es mir gekommen, Sie wollen da wahrscheinlich gar nicht anstreifen, habe ich mir gedacht, weil Sie Kritik vielleicht vermeiden möchten, denn es gab wahnsinnig viel Kritik an diesem Bericht. Warum waren Sie da nicht dabei? Weil ich halt an diesem Tag etwas anderes zu tun hatte. War das aber nicht natürlich wichtig genug? Naja, es ist schon wichtig genug. Aber ich verstehe auch teilweise die Kritik, aber ich habe eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe den Parteivorsitz übernommen, habe dann gefragt, wie weit ist der Bericht? Hm. Er war noch nicht ganz so weit, wie ich mir das erhofft hatte. Und ich musste die Entscheidung treffen. Machen wir erst einmal die Präsentation später oder machen wir zumindest eine Vorstellung des Status quo, also wie weit sind wir, wie wird das alles aufgesetzt. Ich habe gesehen, ja, es gibt Kritik, aber ich bitte auch anzuerkennen, dass sich die FPÖ mit der eigenen Geschichte beschäftigt, jedenfalls, dass auch in diesem Bericht Dinge stehen, die sehr unangenehm sind für die FPÖ und die uns auch viel Potenzial geben, um darüber auch nachzudenken. Und jetzt ist ein Teil dieses Berichtes einmal bewertet, er wird bewertet von Experten in Israel. Und ich stehe nicht an, noch Dinge zu setzen, Schritte zu setzen, damit auch die Kritiker an diesem Bericht vielleicht etwas wohlwollender. Warum brauchen Sie diesen Stempel aus Israel? Ich meine, die führenden Experten zur freiheitlichen Geschichte sitzen doch, ganz klar in Österreich. Weil es hier um den Bereich Antisemitismus geht. Und das wollen wir auch in Israel bewerten lassen. Weil das ist uns besonders wichtig, weil dieser Vorwurf ja immer und immer und immer wieder kommt. Und weil wir uns ganz besonders bemühen, das Verhältnis zu Israel auch zu verbessern. Ich habe es in meinem Bereich als Minister auch ein bisschen machen können mit einer tollen Veranstaltung, mit David Ungar Klein, mit tollen Treffen mit Nobelpreisträgern aus Israel, mit einem Projekt gemeinsam mit der Johannes Jarolim, wo wir die Firma Terra Nova in Österreich ansiedeln konnten. Also das ist schon eine besondere Anstrengung, die wir unternehmen und die ich noch weiter intensivieren möchte als Parteichef der FPÖ. Viele Experten und Wissenschaftler aus Österreich haben jedenfalls gesagt, es fehlt einiges, haben viel Kritik geübt an diesem Bereich, aber eines ist mir aufgefallen. Anlass für diese ganze Geschichte, für diesen Bericht war der Skandal um eine Burschenschaft. Und jetzt sagen Experten, ist da ganz wenig drinnen über Burschenschaften, weil offenbar die Burschenschaften ihre Archive nicht öffnen wollten. Jetzt gibt es in der FPÖ einige Burschenschafter, auch Sie sind einer. Haben Sie das nicht möglich machen können, dass Sie bei Ihren Freunden in der Burschenschaft sagen, so, jetzt muss aber das Archiv aufgemacht werden? Die FPÖ ist keine Burschenschaft. Nein, aber ich bin auch bei Vereinen aktiv. Man muss schon trennen. Sie haben recht, das war Anlass für uns zu sagen, wir möchten die Parteigeschichte
aufarbeiten. Aber die Burschenschaften müssen ihre eigene Geschichte aufarbeiten. Das ist deren Aufgabe. Ja, aber es gibt halt keinen Burschenschaftsbericht und viele Experten finden es schade, dass das nicht gelungen ist. Ja, aber ich kann ja nicht als Freiwilliger zu einer Burschenschaft gehen und sagen, so, und das klären wir dann Archiven und das gehört vielleicht jetzt uns. Schon, vielleicht das geht ja nicht. Bei der Sie selber dabei sind, können Sie noch nicht sagen, Leute, ja, öffnet euer Archiv. Gerne, aber das wird für Sie nicht sehr spannend sein, was da drinnen steht. Aha. Ein Thema noch, wir haben schon eine fortgeschrittene Zeit quasi, aber eins möchte ich noch ganz kurz besprechen. Die Asylthematik, das ist ein bisschen ruhiger geworden, vor allem was die Zahl der Asylanträge betrifft. Im ersten Halbjahr waren es 5.800, gar kein Vergleich mit 2015, 2016. Auf dem Niveau sind wir jetzt von 2008, wo kein Hahn gekräht hat, wo es viel weniger Thema war, Asyl in Österreich. Taugt das für Sie noch als Wahlkampfthema, vor allem wo jetzt das Klima deutlich wichtiger geworden ist in der öffentlichen Wahrnehmung? Also ich möchte schon betonen, dass das Jahr 2015 auch Österreich verändert hat. Also hier die Grenzen offen zu halten. Wir haben heute 100.000 Syrer und Afghanen in Österreich. Das Bild hat sich verändert. Jetzt der Anschlag auf unsere Geschäftsstelle in Wien von einem subsidiär Schutzberechtigten. In Österreich, glaube ich, oder? Genau, also das ist schon ein starkes Stück. Und ich überlege mir schon, da kommen Menschen nach Österreich, die sagen, sie wollen Schutz. Und dann müssen wir vor diesen Menschen geschützt werden. Wenn ich in einer Zeitung lese, dass irgendwo ein Messerattentat war, dann weiß ich schon mit ziemlicher Sicherheit, das war kein Bürger aus Dobe oder Stinaz, sondern es war jemand, der aus einer Kultur kommt, wo das vielleicht das Messer ein bisschen lockerer sitzt. Also das sind schon Dinge, die uns immer noch sehr, sehr zu schaffen machen. Das heißt, auf dieses Thema werden Sie nach wie vor setzen? Ich möchte einfach sagen, ich muss die Themen noch nicht großartig erklären. Es gibt das Regierungsprogramm, die Leute wissen, wie wir in dieser Koalition ÖVP und FPÖ auch unser Programm aufgesetzt haben. Man weiß, wie wir zum Thema Asyl und Zuwanderung stehen. Nämlich, dass es natürlich klar ist, dass Menschen geschützt werden müssen, aber dass jemand, der diesen Schutz missbraucht, auch dieses Land zu verlassen hat. Ich wollte in diese Richtung fragen. Herbert Kickl hat ja gesagt, mein Ziel ist die Null. Also er will keine Asylanträge überhaupt mehr in Österreich. Würden Sie das genauso sagen? Naja, das Ziel ist, dass man dort investiert, wo es vielleicht Menschen nicht so gut geht, weil der Euro, den ich in diesen Ländern investiere, mit diesem Euro kann ich wesentlich mehr erreichen, als wenn ich hier in den Bereich Asyl investiere. Also Länder sicherer zu machen mit den richtigen Investitionen ist besser investiertes Geld, als zu sagen, Grenzen auf und es sollen Hunderttausende nach Österreich kommen. Keine Asylanträge mehr in Österreich? Null? Ja, null. Ist das das Ziel? Null wird es in den nächsten Jahren nicht spielen. Aber eine Welt, die so sicher ist, dass Menschen nicht flüchten müssen und sich nicht Schleppern ausliefern und dann elendiglich im Mittelmeer zugrunde gehen, das wäre eigentlich ein gutes Ziel. Eine Kleinigkeit geht sich jetzt noch aus, nämlich das Thema Bargeld habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Sie wollen das Bargeld in die Verfassung schreiben. 2016 haben Sie das schon gefordert, die ÖVP fordert das jetzt auch. Ja, das ist lustig. Mit dem Argument, die EU, also damals war das Argument, dass die Europäische Union eine Obergrenze fordern würde für Bargeldzahlungen. Da gab es tatsächlich Überlegungen, eine Prüfung und auch eine Befragung der Bevölkerung, aber seit einem Jahr ist das vom Tisch. Ist erledigt, kommt nicht und außerdem ist das Bargeld in zahllosen Gesetzen verankert als gesetzliches Zahlungsmittel, das angenommen werden muss. Also warum müssen wir das in die Verfassung schreiben? Sie haben das wirklich gut recherchiert. Ich kann mich erinnern, als wir das in der letzten Periode gefordert haben, hat der ÖVP gesagt, nein, überhaupt nicht, kommt nicht in Frage. Das ist gar nicht die Frage, wie ich es recherchiert habe, sondern nein, aber natürlich gibt es immer wieder Bestrebungen, das Bargeld zurückzudrängen. Wo denn in Österreich? Aber genug. Also Bargeld, das ist ungesund. Und wenn man da hingreift, da werden Krankheiten übertragen. Und außerdem, da wird der Drogenhandel finanziert und alles Mögliche. Also das ist schon eine Entwicklung, die mir nicht gefällt. Und die ÖVP sagt, sie wollen das auch nicht. Interessant, denn bei der letzten Sitzung des Nationalrates hat die ÖVP noch gegen unseren Antrag gestimmt. Und das hoffe ich, dass sie beim nächsten Mal dafür stimmen werden. Also ich lese wirklich viel Zeitung, schaue fern, höre Radio. Ich kann mich nicht erinnern an einen Bericht, wo es geheißen hat, das Bargeld soll abgeschafft werden, das Bargeld ist ungesund. Also warum bringen Sie dann das jetzt sie aufs die Tapet? Na, ich lese, glaube ich, alle. Also, warum bringen Sie das jetzt aufs Tapet? Das war doch überhaupt kein Problem. Wir haben das Thema seit Jahren. Es ist die ÖVP, die jetzt sagt, sie wollen das auch plötzlich. Und ich freue mich ja darüber, dass man das jetzt gemeinsam beschließen kann.
Herr Hofer, wir sind fast am Ende der Zeit, allerdings bleiben Sie noch sitzen. Wir machen eine Mini-Pause und schauen ins Studio der ZIB 2 zu Martin Thür. Martin, was habt ihr vor? Guten Abend. Wir analysieren jetzt gleich das Sommergespräch mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und der Journalistin Doris Vettermann. Außerdem berichten wir über den 30. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks, das den Fall des Eisernen Vorhanges eingeläutet hat. Und ÖVP und FPÖ wollen noch vor der Wahl ein Gewaltschutzpaket beschließen. Was das bringen kann, in wenigen Minuten. Danke, Martin. Und zwei kurze Fragen habe ich jetzt noch an Norbert Hofer hier bei mir. Treten Sie zur Bundespräsidentschaftswahl 2022 an? Also wenn die FPÖ in der nächsten Regierung nicht vertreten sein sollte, ist es durchaus möglich, wenn ich die Funktion des Vizekanzlers ausübe, werde ich die Regierung nicht verlassen, sondern dann hat das Vorrang. Das heißt, aus der Opposition ja, in der Regierung nicht? Es wäre gegangen, wenn die Regierung jetzt normal weitergearbeitet hätte, dann hätten sich diese 5 Jahre mit den 6 Jahren schön überschnitten. Aber das geht sich jetzt einfach nicht aus. Aber wenn Sie in der Opposition sind, dann machen Sie es nochmal? Dann ist es durchaus möglich. Allerletzte Frage. Es regnet hier ein bisschen. Im Westen Österreich ist das Wetter jetzt auch schlechter geworden. Im Osten Österreich bleibt es aber, glaube ich, noch heiß jetzt ein paar Tage, weil wir beim Sommergespräch sind. Eine sommerliche Abschlussfrage. Der beste Badeplatz Österreichs. Was ist das? Das ist das Badefass auf meiner Terrasse. Okay. Ja, danke Norbert Hofer für ein interessantes Sommergespräch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, danke auch an Sie fürs Zusehen. Es geht jetzt weiter mit der ZIB 2 und um 22.30 Uhr können Sie dann auf ORF 3 noch bei den Sommernachgesprächen dabei sein mit Ingrid Thurner und unseren Gästen und Ihren Gästen. Und das war Norbert Hofer heute. Nächste Woche ist dann Pamela Rendi-Wagner von den Sozialdemokraten hier bei mir zu Gast. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.